Jetzt habe ich Sie auf dem kalten Fuß erwischt, nämlich die Tatsache, dass ich von der Frau Bergmann vermutlicherweise zu Herrn Bergmann rübergekommen bin. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Herr Bergmann, Sie machen natürlich auch einiges im Rahmen des Hobbys Ihrer Frau. Ich gehe mal davon aus, dass Sie beide das gleiche Hobby haben. Sie sind hier an einem anderen Stand, da liegen sehr hübsche Dinge da, die ich an Sie sich ganz gerne... kurz vorstellen würde, aber Sie hatten eben einen Hinweis gegeben, dass Sie die Ketten aufziehen, also die ursprüngliche Arbeit, die dann nachher über diese Ketten zu einem Halsband verflochten werden, vorarbeiten. Und jetzt hatten Sie auch darauf hingewiesen, dass Sie eine gewisse Zeit für brauchen. Da wollte ich mal nochmal von Ihnen hören, wie lange Sie eigentlich dafür brauchen, um so eine Kette aufzuziehen. Ja, die Voraussetzung ist, dass nach einem ganz bestimmten Schema diese kleinen Perlen aufgezogen werden. Immer fünf, eine andere Farbe, wieder fünf, wieder eine andere Farbe. Da gibt es ein richtiges Musterblatt, nachdem ich die aufhebe. Und die letzten kleinen Perlen habe ich etwas über 5 Meter aufgezogen. Dazu habe ich 9,5 Stunden gebraucht, weil das eine ganz mühselige Arbeit ist. Und dann merkt man erstmal den Wert der Kette. Die einzelnen Perlen werden dann verhäkelt. Also das Hobby ist mit Geld im Grunde genommen gar nichts zu bezahlen, weil es ein überaus großer Aufwand ist, der dort getätigt wird. Ja, das stimmt. Also die Ketten, die werden so um 30 Mark verkauft, aber an und für sich müssten die das 2-3-fache kosten. Ich gehe mal von aus Euro, wa? Entschuldigung, Euro, ja. Und wenn man die hier also erwirbt, dann hat man eigentlich ein Schnäppchen gekauft. Ja. Und jetzt ist aber der Kernpunkt, es macht Ihnen Spaß, es ist das Hobby. Und das Hobby ist entscheidend. Sie haben etwas in der Hand, einen kleinen Elefanten, wie ich sehe, der sich mal zeigen möchte. Ja, das ist also das Neueste, dass Tontöpfe bemalt werden und dann mit Augen versehen und dann mit farbigem Papier so beklebt werden, dass Tiere entstehen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt in der Hand den Elefanten. Wir haben da aber auch Osterhasen, Bären und alle möglichen Tiere. Diese kleinen Tontöpfe, die gibt es in Bastelläden zu kaufen, natürlich in Tonfarben, und die müssen dann als erstes mal bemalt werden. Und dann wird dieses Papier aufgeklebt, die Augen und was so noch dazu gehört. Das ist der Fantasie ist freier Lauf gelassen, also es werden da die verschiedensten Dinge dann rauskommen. Ist das in der Regel so, dass Sie vorher schon wissen, was Sie machen, oder wird die Idee manchmal geboren beim Arbeiten? Naja, das ist so, das ist auch manchmal eine Modesache. Das hat meine Frau irgendwo gesehen und dann hat sie das angefangen, genauso wie mit der Serviettentechnik. Aber es gibt dann bald Bücher darüber und wir haben es hier noch nicht gesehen. Aber was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, sind große Mannequins, die nur aus Tontöpfen bestehen, wo die Arme aus kleineren bestehen oder der Kopf. Und das ist schon verbreitet. Und ein guter Gartenschmuck. Und ein guter Gartenschmuck. Wobei ich noch vielleicht auf Folgendes aufmerksam machen muss, dass man in diese kleinen Töpfe, ich nehme mal einen in die Hand, hier kleine Sprüche reinstellen kann. Hier steht zum Beispiel drauf, schau mir in die Augen, Kleines. Die kann man also auswechseln, die kann man auf Wunsch mitkaufen, die hören mit zum Preis. Und das ist natürlich als Geschenk eine ganz kuriose Sache. Sie haben auch Aufstecker als Broschen, die recht hübsch sind. Sie verwenden sehr auffallende Farben, die schön glänzend sind. Und zum Teil anmutig aussehen. Ja, diese Ansteckbroschen kann man sie nehmen, das sind meistens Tiere. Und diese Tiere werden auch aus Perlen hergestellt und zwar auf Kupferdraht aufgezogen. Es ist sehr schwierig, weil die einzelnen Teile verbunden werden müssen.
Und das ist auch sehr mühselig, diese einzelnen Perlen auf diesen Kupferdraht aufzuziehen und dass dann entsprechende Tiere entstehen. Dafür gibt es also auch Bücher zu kaufen in den Hobbyläden, weil man das ohne Vorlage alleine gar nicht machen kann. Das ist ein Zeichen, dass hier immer wieder die Fantasie angesprochen wird, die Fantasie erfragt wird und auch der Wunsch nach Entspannung. Und davon vermute ich mal den Grund getroffen. Ja, das stimmt. Das macht an für sich sehr viel Spaß und ich helfe meiner Frau da sehr gerne und wir ergänzen uns da auch ganz gut. Die Eier, die Sie am Strauch zu hängen haben, werden aber auch gekrönt mit einem kleinen Drachen oben oder Vögelchen oder Taube. Wie ist denn dieses Stück entstanden? Ja, meine Frau, die klöppelt noch nebenbei und übt einmal in der Woche eine Art Volkshochschule. Und das ist ein geklöppelter, soll ein Art Schmetterling sein. Und es macht also sehr, sehr viel Mühe und das wird auf Klöppelkissen praktisch erstmal zusammengeklöppelt und dann später mit einem Steifmaterial, also angespritzt, dass es steif wird. Dann zieht man die vielen Stecknadeln, die man vorher brauchte, raus und dann entsteht ein entsprechender Vogel oder Schmetterling oder halt Osterhasen, wie er da zum Teil auf dem Tisch liegen. Also auch wieder, wie ich schon sagte, die Fantasie ist angesprochen und vor allen Dingen die Ruhe zum Arbeiten. Aha. Hier sehen Sie zum Beispiel so ein Nest und dieses Nest hat die Schwierigkeit, dass es doppelt geklöppelt ist und man dieses Huhn in dieses große Ei hineinstecken kann. Das ist hier eine Tasche, das ist extra so geklöppelt und dann wird das hier reingesteckt und diese geklöppelten Gegenstände, die kann man an Sträucher hängen, aber auch ans Fenster und machen natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit. Die werden auch auf dem Klöppelkissen einzeln hergestellt. Ja, das macht aber auch sehr viel her, denn wenn ich mal philosophisch sagen will, ist ja das die Entstehung des Lebens. Im Ei wird das Tierchen entstehen und das Geborgenheitsnetz, kann man sagen, bis das Tierchen dann ins Leben gelassen wird und naja, dann ist das ganz einfach. Oh, dann ziehen Sie es mal raus, oder ich ziehe es mal raus, dann ist es draußen. Und dann ist es selbstständig. Also wie gesagt, die Idee ist sehr interessant, weil man da noch Verschiedenes ableiten kann. Ja, das stimmt. Und dieses Klöppeln wird allerdings nach einer Vorlage geklöppelt. Das Klöppelbild, das wird auf das Klöppelkissen aufgesteckt. Und dann kann man leichter klöppeln, weil das ja, wie Sie alle wissen, sehr, sehr schwierig ist. Einfache Decken. Man kennt das aus dem Fernsehen, wo also die Klöppel rumgeworfen werden. Die sind verhältnismäßig einfach, wenn man es kann. Aber hier so Sondersachen, da muss man also wirklich Ruhe, Muße haben und genau sein, sonst gelingt das nicht. Also auch Klöppeln, ein sehr altes Handwerk, ist auch heute noch in. Ja. Und es hat also auch schon wieder zugenommen, dass die auch in anderen Arten, dass diese alten handwerklichen Tätigkeiten wieder Mode werden und der Zuspruch nimmt langsam wieder zu. Herr Bergmann, ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, ich danke auch recht schön und alles Gute.